Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Audio Select. Habt ihr schon mal was von Hi-Res Audio gehört, also High Resolution Audio? Das ist Musik in einer möglichst unverfälschten Form, so wie es damals auch im Studio geklungen haben muss bei der Aufnahme. Wir wollen heute mal klären, was ist Hi-Res Audio überhaupt und was braucht man, um diese neuen Formate am Ende überhaupt abspielen zu können. Wer Hi-Res mal direkt selbst hören möchte, der kann auch direkt zu Audio Select nach Dortmund kommen und hier hochauflösende Musik live erleben. Hier gibt es sowohl die nötigen Komponenten als auch ein perfekt abgestimmtes Akustik-Setup. Schaut also gerne mal rein und überzeugt euch selbst. Machen wir jetzt erstmal einen kleinen theoretischen Abstecher, denn wir wollen erst einmal wissen, was Sound eigentlich ist und wie er vor allem hörbar gemacht wird. Generell kann man sagen, dass beim Spielen eines Instruments oder beim Singen mit der Stimme Vibrationen in der Luft oder Schallereignisse entstehen. Dabei gibt es Vibrationen in hoher und niedriger Geschwindigkeit, die dann als Töne in unser Ohr gelangen. Im Laufe der Zeit haben wir es geschafft, diese Töne auf einem Abspielmedium zu speichern, entweder analog, wie beispielsweise auf einer Schallplatte, oder digital, hier auf einer CD. Auf der Schallplatte können wir den Sound sogar quasi sehen. Feinste Erhebungen in der Laufrille erzeugen durch das Abtasten der Nadel später einen Klang. Selbst ohne Verstärker und Lautsprecher können wir diesen Klang ganz leise beim Abtasten der Nadel hören. Auf der CD läuft das ein bisschen anders. Hier haben wir zwar auch Vertiefungen in unterschiedlichen Abständen, allerdings in mikroskopisch kleiner Form. Den seriellen digitalen Code nennt man den, der die gespeicherten Informationen repräsentiert. Durch abtastende Laser und die daraus resultierenden Reflexionen können die Informationen in Musik umgewandelt werden, ganz grob gesagt. Die CD galt dabei lange als das Maß aller Dinge im heimischen Wohnzimmer, bis dann etwas Seltsames passierte. Denn obwohl die Musikbranche ihren bis dato größten Wandel erfahren hat, haben wir in Sachen Audioqualität einen Rückschritt gemacht und das mit der MP3-Datei. Doch warum ist die eigentlich schlechter? Naja, die ersten Computer und Speichermedien hatten damals nicht Terabyte große Festplatten, wie wir sie heute kennen. Speicherplatz war teuer und somit mussten auch die Dateien, in unserem Fall Audiodateien, kompakt sein. Also im Prinzip hat man aus dem Audio-Codec einige Informationen weggenommen, um die Datei möglichst klein zu halten. Das hat sich dann natürlich in der Musik auch auf den Dynamikumfang ausgewirkt. So sind zum Beispiel höhere Töne bei MP3s nicht ganz so sauber wie auf einer CD. Mit Formaten wie AAC von Apple beispielsweise hat man es dann geschafft, der CD-Qualität wieder ein Stück näher zu kommen. Mit Hi-Res hat all das, auch die CD, aber eigentlich noch nichts zu tun. Im Übrigen dürfen wir uns die digitale Datei so vorstellen: Nullen und Einsen. Diese ganz bestimmte Zahlenabfolge würde nach dem Entziffern quasi wieder eine Sinuskurve abbilden, wenn wir uns das mal so vorstellen möchten, mit allen Informationen des gesungenen Wortes oder des gespielten Instruments. So viel also dazu, wie die unterschiedlichen Schwingungen und Vibrationen aus unserem Instrument quasi auf den verschiedenen Medien vorliegen und warum die MP3-Qualität schlechter ist als die der CD-Qualität, obwohl die CD ja eigentlich noch älter ist. Mittlerweile gibt es neue Audio-Codecs, die so viele Informationen in sich tragen können und auch mehr Speicherplatz einnehmen, sodass die Musik so klingt wie im Aufnahmestudio. Und damit sind wir nun bei den Hi-Res-Audio-Formaten. Hier kommen jetzt ganz neue Audio-Codecs zum Einsatz, zum Beispiel FLAC oder ALEC von Apple, die moderne MP3, wenn ihr so wollt. Um überhaupt eine digitale Datei aus unserem analogen Signal zu erhalten, muss dieses umgewandelt werden durch einen Konverter, einen Computerchip, der sogenannte Analog-Digital-Konverter. Und der nimmt quasi dieses analoge Signal und wir stellen uns wieder unsere Sinuskurve vor und analysiert sie. Dies geschieht, indem die Kurve bei CD-Qualität mit 44,1 kHz, also 44.100 Mal in der Sekunde, abgelesen wird und das bei 16 Bit. Die Bitzahl markiert die Tiefe des jeweiligen Abtastwertes und könnte natürlich noch höher sein. Und genau das bietet Hi-Res. Statt 16 Bit liegen 24 Bit beispielsweise vor und statt 44.100 Mal wird unsere Kurve quasi 48.000 Mal in der Sekunde abgelesen, teilweise noch viel höher. Hi-Res-Formate bieten also im Gegensatz zur verlustbehafteten MP3-Datei ein verlustfreies Material mit noch höherem Dynamikumfang. Das hört sich am Ende sogar besser an als eine CD. Zwar scheiden sich hier auch oft die Geister, allerdings muss man sagen, dass dieses Gehör trainiert werden kann und man lernen kann, worauf man eigentlich bei so einem Musikstück achten muss, um zu verstehen, was sich hier wirklich besser anhören kann. Nun könnt ihr aber nicht einfach euren alten MP3-Player aus der Schublade holen und dort Hi-Res-Dateien abspielen. Denn euer Abspielgerät muss kompatibel sein. Generell sollte darauf geachtet werden, dass zum Abspielen von hochwertigen Musikdateien auch hochwertige Abspielkomponenten zum Einsatz kommen. Hier bietet sich beispielsweise ein Verstärker mit Streaming-Funktion an oder Lautsprecher, welche direkt über eine App angesteuert werden können, die wiederum Streaming-Anbieter bereithalten, welche Hi-Res unterstützen. Auch hier möchten wir euch ein paar Informationen mit an die Hand geben, denn beliebte Streaming-Anbieter wie Spotify oder Deezer bieten eigentlich keine Hi-Res-Daten an. Zwar will man auch hier zukünftig versuchen, mit HiFi-Audio-Modellen im Markt mitzuspielen, allerdings ist hier lediglich von Lossless, also verlustfreier Musik in CD-Qualität, die Rede.
Wenn ihr es also wirklich ernst meint, dann ist beispielsweise Tidal der perfekte Anbieter, um verlustfrei hochwertige Musik zu hören. Tidal bietet ein großes Angebot sowohl in CD als auch in noch höherer Qualität an. Dieses reicht dann sogar bis zum MQA-Format, das wir an dieser Stelle aber nicht auch noch thematisieren wollen. Darüber hinaus punktet Tidal mit gelungenen Empfehlungen und einem pfiffigen Algorithmus. Wer des Weiteren auf Hintergrundinfos zu seiner Musik steht, der wird hier ebenfalls glücklich. Durch die Beteiligung vieler Künstler bekommt ihr exklusive Interviews und Inhalte und das ist richtig cool. Nicht so cool ist leider, und das liebe ich so an Spotify, dass es keine Playlisten gibt, die von Usern erstellt wurden. Wenn es euch nur um Hi-Res geht, dann ist auch Cubase eventuell der richtige Anbieter für euch. Hier ist quasi die schlechteste Musikqualität die CD-Qualität. Und wenn ihr dann beispielsweise mal unterwegs seid und wollt ein bisschen Datenvolumen sparen, dann kann man das Ganze auch immer noch auf MP3-Niveau runterdrosseln. Die Tatsache, dass ausschließlich hochqualitative Musik angeboten wird, schränkt das Gesamtangebot jedoch ein bisschen ein. Außerdem gibt es keine Algorithmen, die euch Titel vorschlagen. Dafür bietet Cubase viele redaktionelle Inhalte und ein eigenes Musikmagazin. Für Sparfüchse empfiehlt sich Amazon Music Unlimited. Hier ist der reguläre Preis von 9,99 € schon im Verhältnis zu Tidal beispielsweise oder Cubase sehr günstig, denn hier sind die ganzen Hi-Res-Titel ja quasi schon mit drin. Und für Prime-Mitglieder wird das Ganze sogar nochmal 2 € günstiger, sodass ihr nur 7,99 € im Monat zahlt. Also bei Amazon bekommt ihr wirklich ein riesiges Hi-Res-Angebot zum günstigsten Preis, auf jeden Fall, wenn ihr Prime-Mitglied seid sowieso. Im Rahmen dieses Videos sind das so die Streaming-Anbieter, die wir in puncto hochqualitative Musik empfehlen können. Es gibt auch noch weitere, beispielsweise Apple Music. Allerdings kommt es auch hier immer noch aktuell zu Konnektivitätsproblemen, sodass Apple sich hier quasi so ein bisschen selber drosselt. Und deswegen halten wir davon noch ein bisschen Abstand. Wir hoffen, dass ihr in diesem Video ein bisschen was lernen konntet oder zumindest, wenn ihr schon was wusstet, ein paar Informationen mit rausgenommen habt. Kommt gerne doch einfach mal direkt bei Audio Select in Dortmund vorbei. Hier können wir das Ganze einfach auch mal live ausprobieren. Einen Termin könnt ihr auch auf der Website von Audio Select auf audioselect.de vereinbaren. Und hier gibt es natürlich auch die nötigen Komponenten, um Hi-Res Musik auch zu Hause anzuhören. In diesem Sinne, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.